So, herzlich willkommen wieder mal zu einer Runde Let's Play Terraria oder Tagebuch von Terraria mit Alex Plate wieder. Neue Session, neues Glück, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch mal sagen. Auch hier wieder mit The Line, mit Terraria. Mehr oder weniger. Wir Nachdem sterben was die ganze Zeit. Hingekriegt haben, was ist eigentlich hier gerade für eine rote Flattermaus links von uns? Das irritiert mich. Was bringen die? Keine Ahnung, aber hab noch nie eine rote Fledermaus in Terraria gesehen. Komm her. Vor allem fliegt die Scheiße. Weitschwerten. Ich krieg sie nicht. Ich auch nicht. Am Arsch. Komm her. Okay. Ich lasse es sein. Ich glaube, dann gehe ich einfach wieder runter irgendwie auf Farm gehen, oder? Oh, Würde ich ja, sagen. Farm. Na, wir haben noch nicht so Weiter viel. farmen. Was habe ich denn eigentlich hier? Ich habe einen Tin Helmet, einen Iron Chainmail, Tin Greaves. Achso, und die Shoe Spikes. Sehr gut. Mach. Verarschen. Was? Wieso geht die? Fick doch. Jetzt geht's wieder Okay. in alle Richtungen auf. Oh. So. Vielleicht Fall. finden wir diesmal mehr wie letztes Mal und verrecken nicht so oft. Aber wir können direkt mal ver. Warte mal. Sicher ist sicher. Ah, okay. Weil ich's kann, auch wenn du schneller bist. Ich nehme den Weg. Oh ja, sicher. Ja. Wie war das? Mit Verrecken nicht? Ja. Ein Hasenblob. Kommt doch hoch, ihr blöden Schleims. Ist das so schlau, da runter zu springen? Ich weiß nicht. Ja, nee, aber eine andere Möglichkeit hätten wir eh nicht gehabt. Ja, schon Alter! fällt er die Hälfte runter. Ja, sehr Ich gut. hab grad schon gedacht, ey. Wie das? Nicht so oft verrecken? Not available in this country. Oh Mann. Ich glaube, hier ging es weiter. Dann geht es, glaube ich, hier drüben rum. Huch. Huch. Ja, genau, ich erinnere mich da an die Wasserhöhle, wo ich verreckt. Wenn du das mal reinfällst. Ja, genau. Hier übelst tiefer, da haben wir da gar nicht gesehen, wo es da weitergeht. Ja, dann hat mich da unten irgendein Viech gekillt. Da unten ist Goodie Piranha, da sollten Bag. wir aufpassen. Ich habe ein Goodie Bag bekommen. Right click to open. Pumpkin Mars. Es ist Halloween. Guck mal, was ich bekommen habe. Moment. Nice! Yeah! Was ist das, Digga? Halloween-Update gab es dann anscheinend Wie können. schon. Green Achso, das können wir Mushroom. noch nicht abbauen. Ja, das ist irgendwie ein Meteorit oder irgend so ein Kram. Das haben wir letztes Mal schon festgestellt. Nee, Meteorit ist es nicht. Lol, den hab ich gar nicht gesehen. Goodie Bag. Ich glaube, wir sind irgendwie da drüben weiter, oder? Hier unten. Hier runter? Warum sind wir doch schon mal da unten gewesen, oder? Ich glaube, wir haben hier irgendwo aufgehört, weil sich da der Hintergrund geändert hat oder so. Na, wir waren schon unten in dem Pilzbereich, aber ich glaube, es war weiter links, ja? Kann das sein? Ach so, Jetzt sind wir, ja, glaube ich, noch links genau. rüber. Und dann waren wir in unserem Pilzbereich, genau da ist unserer. Aber da unten ist ja nochmal welcher, wenn wir da runter gehen. Ja, keine Ahnung. Da bist du ja. Warte, warst du das der letzte? Ach so, ja, genau. Ich habe die Steinfalle ausgelöst und du bist gestorben. Genau. Das ist, glaube ich, die Folge, die heute online geht. Einmal anderes Licht, ey. Das war. Vor allem Das war noch. echt fail. So, Vorsicht, Falle! Was? Flömp! Ich hab die voll nicht gesehen. Blowing Mushrooms. Ah, blöde Fledermaus. Mal hier alles wenigstens beleuchten. Und man kann da keine. Oh, blöd. Ah! Okay. Ich bin ein Erde. fetter Mushroom. Ich bin ein fetter Mushroom. Buch. Oh, da unten sind aber ganz schön viele Skelette. Ja, das war glaube ich schon letztes Mal unsere Skelett-Sammelstation. Skelett Army. Du gehst natürlich auch wirklich runter. Ja, klar. Vielleicht, die droppen manchmal ganz interessante Sachen. So ein Hook und sowas. Ah, das war nur Geld. Noch mehr Geld. Geld, Geld über Geld. Da fällt mir ein, ich wollte eigentlich mein Geld oben lassen. Weil unser Geld kann man auch, glaube ich, auch droppen. Ups.
Naja, auf was spielen wir eigentlich? Medium? Ja. Wir können unser Zeug verlieren, Alex. Das war ja der ganze Problem an dem Sterben. Uch, da unten ist wieder Eisen. Oben oder unten lang? Oben und unten. Na komm, geht doch. Da oben ist Tungsten, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Und hier drüben ist wieder Kram. Oh, eine Druckplatte. Ja, was? Achso. Ich sage, ey, oh, schock mich nicht so. Du sagst Druckplatte, ey. Oh, eine Druckplatte, was? Nein, ich hatte die doch vom letzten Mal, das war die Druckplatte, mit der du gestorben bist. Toll. Schön, dass du die erstmal abgebaut hast. Ich glaube, ich habe das eher unabsichtlich gemacht. Aber ich habe gerade nach so Holzplanken gesucht, zum hier hochgehen, um das abzubauen. Ich weiß nicht, ich will glaube ich nicht da runter. Sterbe ich bloß, wenn ich jetzt hier runtergehe. Warum haben wir eigentlich so viel Zinn? Weil wir Zinn gefunden haben? Da sucht dich was. Da versuchst du immer noch was. Schaffst du es noch? Ja, war nur eine Fledermaus. War gerade nur ein bisschen verpeilt mit der Steuerung. Oben ist wieder Eisen. Hochbauen. Spiegel haben wir beide noch keinen, ne? Was für ein Ding? Spiegel. Nö. Irgendwie bist du bei mir gerade, kommt immer mal ab und zu nur die Hälfte an. Das ist irgendwie ungünstig. Meins. Also bei Spiegel kommt eigentlich bloß das zweite Hälfte vom Wort an. Ja, irgendwie leckst du bei mir auch ein bisschen rum, aber ich habe das jetzt einfach mal so gekonnt ignoriert, dass du dich ab und zu mal hin und her portest. Oh, Moment. Das wird wohl daran liegen, dass mein Mitbewohner irgendwie wieder Stream schaut oder sowas. Huch, boah, schwer gehabt. Also das wird wohl daran liegen. Tut mir leid. Oh, wow. Ja, man, ich muss aufpassen, sonst sterbe ich hier noch. Bei solchen Aktionen. Ich hoffe, du hast noch Fackeln. Ja. Ich glaube, da geht's ein bisschen runter. Niemals. Okay. Also du gehst vor? Nein! Wow! Blödes Viecher. Ich werde mich irgendwo rechts buddeln und dann versuchen ins Wasser zu springen. Dann kommen wir ja zumindest runter erstmal. Das wäre glaube ich ein Plan, oder? Ich baue euch eigentlich keine Glasfaserleitung? Na, wir haben Kabel Deutschland. Und daher ist gut, Kabel Deutschland. Glasfaser nicht so sehr. Da kommt was und besucht uns doch nicht. Doch nicht. Ja, Hauptsache es bleibt da oben. Ah ne, weil ich hatte neulich so Probleme mit meinem Kabel W direkt, das hab ich so. Und dann bin ich auf Glasfaser. Achso. Ja, ich bin dann auf Glasfaser umgestiegen. Für 10 Euro mehr im Monat und hab jetzt irgendwie 900 Mbit Download und 900 Upload. Gibt es was bis 50 Mbit, dachte ich. Oder ne, 100 Mbit gibt's noch, ja. Nee, Glasfaser gibt's bis 10 Gigabit. Okay. Das ist krank. Das ist echt krank, ja, braucht keine Sau, aber ist viel stabiler wie normales DSL oder so. Oh, wenn wir da jetzt runtergehen, sind wir tot. Das sind mit den Fledermäuse. Ich weiß schon. Erstmal beleuchten. Wir kommen ja auch nicht hier hoch. Kommt, fliegt rein. Super. Du bist der Held vom Erdbeerfeld. Ja. Aber jetzt kommen sie wenigstens hoch. Aber dafür ist jetzt meine Beleuchtung wieder weg. Oh ja, komm. Boah. Dem Moment, wo ich runter will, kommt sie halt rum, ne? Oh ja. Ist das eigentlich ein Piranha da unten? Wenn ich... Ja, unten ist ein Piranha. Ja, genau. Nein. Ja, weil deswegen kann ich da nicht runterspringen. Nein. Übelster Abfuck. Wie kommen wir denn jetzt da runter? So ein Dreck. Da drüben waren wir auch schon mal. Hä? Ja, ich glaube, wir haben uns hier wieder hochgebaut. Da oben gibt's einen Quergang.
Sehr gut. Okay. Dann geh ich doch lieber da lang. Alter! Stopp! So. Ja. Na. Na, nicht so weit vor. Geh mal ein Stück zurück. Du bist so toll. Sehr, sehr intelligent, gell? Oh Mann. So. Aber diesmal läuft's wenigstens bei mir, weißt du? Ja, so, jetzt bauen wir uns hier noch irgendwie wieder hoch. Ja. Kannst du mal eine Fackel setzen oder hast du keine? Nee, ich hab keine mehr. Kann ich mir welche machen? Nee, ich kann mir Flammenpfeile machen. Ich hab doch Glibber und. Und Holz. Oh, nö, ich hab kein Holz. Doch, Holzklappe habe ich ja. Ach, hier ist noch Tungsten. Boah, voll übersehen. Ohne Spaß, das ist mit dem Kürbis so geil aus. Komm hoch! Blöder Kürbis, ey. Sieht einfach mal dreimal so dick aus. Ja, ich weiß. Warum? So! Das ist eine gute Frage. Warum ich da runter gehe? Eigentlich wollte ich ja da rum. Ja, dann müssen wir da runter. Ah, komm, das kriegen wir hin. Wenn der jetzt keine kleinen Viecher droppt. Macht er aber. Ups. Okay, ja, kann ich auch runter. Ja, genau, hier runter wollte man. Huch. Warte, jetzt hab ich aber doch. Ach so, eine Fackel hatte ich noch von dir. Featherless Potion habe ich gerade bekommen. Ne, Featherfall Potion. Da geht's auch noch runter. Bist du jetzt da runter? Ich wollte eigentlich erstmal in den blauen Bereich, so ja. Hier. Da. Gar nicht gesehen. So was in der Höhe passt doch ganz gut. Machen die Quallen nicht viel Schaden? Nö, ich glaube, die bewegen sich gar nicht zu dir hin. Zu dir aktiv, nö. Kriegst einen Glowstick von denen. Angry Death Meter. Oh, ich habe einen Tiefenmeter bekommen. Plus 3% Damage. Sehr gut. Mit einer Tiefe von 796. Okay. Da waren wir auch schon mal. Ne, da habe ich vorhin das Ding ist runtergeworfen wahrscheinlich. Ja. Ach so. Den Glowstick. Der ist wahrscheinlich von oben runtergefallen. Ne, ich meine die Wand da. Ach so. What the fuck? Was ist das denn? Hinter uns. Oh oh, ich bin runtergefallen. Ich bin unten. Okay. Ja, ja, sehr gut. So, ich helfe dir. Das ist einfach ein Skelett mit einem Blob auf dem Kopf, glaube ich. Stirb! Sterbt alle! Das ist eine Bombe. Bombe, dreimal. Okay. Komm. Ah, komm. Au! Wieso ist denn jetzt der Glowstick ausgegangen? Warte, das war. Das kann man nie wieder aufnehmen? Letztes Mal ging es doch nicht. Ach, Mann, ich raff's nicht. Geht auch nicht. Ja, aber du hast doch gerade aufgenommen, mein Glowstick, oder? Du hast doch keinen. Keine Ahnung. Komisch. Erstmal hier setzen, dass wir hier schon mal waren. Aber stimmt, hier war Vorsicht, irgendjemand. Da ist eine Falle. Da ist eine Falle. Ich hab's gar nie gesehen. Aber sehr gut, dass du es sagst und reinläufst. Ja, ja. Ist schon klar. Oh, meine Fresse. Echt, manchmal komme ich mir wirklich vor wie ein Idiot. Da ist eine Falle und ich lauf rein. Ja. So nach dem Motto. So, ich hab die Falle mit. Growing Mushrooms und Mushroom Seeds. Weiter? Ja, super, ein Piranha. Da ist noch ein Piranha. Die machen ja ordentlich Damage. Huch, wie ist das ausgefallen? Da ist dann kein Piranha drin, das geht's ja noch. Glowsticks und Ropes. Juhu! Hab ich eigentlich noch. Da kommt ein. What the? Ein Sir. What the fuck? Also das ein Sir Skeleton. Ja. Ein Sir Zombie, ja. Was ist das denn? Ist das alles das Update oder was? Ich meine, aber jetzt hier vielleicht noch weiter runter buddeln können. Ich hab Blaubeeren, okay.
Achso, ich habe ja die coole Waffe ganz vergessen. Dieses Schwert. Fessel habe ich. Okay. Hast du nicht dieses Chainsword oder sowas? Ja, genau. Kommst du jetzt nur mit oder dann stirbst du wieder beim Runterspringen? Moment mal, bevor wir den gleich wieder wie letztes Mal machen. Jetzt. Oh, Gold. Sehr gut. Oh ja, und da unter uns ist irgendwie eine Hülle mit etwas, das leuchtet. Ah, diese Brinkroot Seeds. Aua. Ja, erstmal saufen. Ah, erstmal Wasser reinlassen, sagst du? Ja. Aber wir können ja atmen. Ne, warte, haben wir aber auch einen Zombie. Willst du jetzt wirklich noch weiter runterbuddeln mit Wasser drin? Ist das dein Ernst? Das Wasser eigentlich ableiten. Ach so. Da irgendwie zur Seite und runter in die Höhle. Ich glaube, das ist nicht so erfolgreich. Jetzt noch nicht, ne. Weiß schon nicht, wie wir hier buddeln müssen, damit wir das Wasser wegkriegen. Noch ein bisschen. Ja, das war irgendwie keine schlaue Idee, wir hätten mehr gucken sollen. Ja. Aber dass da jetzt so ein komischer Sand ist, der runterfällt, das haben wir halt nicht gesehen. Das ist der Healing Potion. So, Wasser fließt ab. Hoffen wir, dass es reicht. Ich habe da ein bisschen was gemacht. Hab was organisiert, dass es reicht. Oh. Ja, die Höhle da unten ist jetzt voll. Da ist nochmal eine Falle. Diesmal gehe ich nicht rein. Wo denn? Auf dem. Ach so, da stimmt. Aber der Trap. Ich will da eh nicht rein. Wollen wir nicht vielleicht. Was machst du da? Achso, du willst das Wasser auch noch ablassen. Ja. So, jetzt kommen wir hier. Wollen wir nicht? Da wollen wir eh nicht rein. Glaub ich sowas gesagt, ja. In Richtung. Ich mach rechts. Ja, ich mach links. Ich will wieder tanken oder sowas, oder? Ja, Tim. Ah, kannst du ja noch gebrauchen. Ja, wir können alles gebrauchen und wenn, dann verkaufen wir es halt. Ich erinnere mich da irgendwie an den. Ja, super. Eine der letzten Folgen, wo ich einen Gravitationstrank gesüppelt habe. Hast du es gesüffelt wirklich? Nicht mehr. Komm, das Vieh her hier. Ich glaube, unter uns ist Wasser. Ja, fick doch die Hände, dieses ganze Wasser nervt. Aber hast du jetzt die Torch abgemacht? Das ist doof. Hab ich. Ups. Wir dürfen uns nicht mehr gerade runterbauen hier, Schweinerei. Nee, warte, also mal. Irgendwie funktioniert das nicht so super. Warum? Das würde Wasser mal los, ja. So, komm ich jetzt hier runter? Ja, ist doch nicht euer Ernst! Da unten ist irgendwas. Da ist irgendwie Saphir oder sowas. Ist das da runter jetzt, deswegen? Ich nehme es mal als ja. Hast du was wieder hochbauen? Ja, unten, unter diesen. Das, jetzt läuft es sogar ab. Ich muss mit. Komm her, blöde Fledermaus. Da ist noch eine. Komm her. Ein kritischer Treffer.
Ah, hat sich doch gelohnt. Oh, da drüben ist noch was. Alter, da drüben ist ja alles voller Wasser. Ich glaube, die Firebugs oder was das sind, die sind nicht so nett. Okay, die macht. Ein Red Husk habe ich bekommen. Used to make Red Dye, okay, Wahnsinn. Was ist denn das für ein Ohr? Das ist kein Ohr, das ist Topaz. Achso. Oh, cool. Oh, davon gibt es aber ganz schön viele. Ja, das ist auch, du kannst auch Hookpots davon machen und so, das ist ganz cool. Ja, aus 10 Stück, glaube ich. Ne, 15. Ach stimmt, 10 Stück war Laserschwert. Ja, genau. Ja. Zwei Piranhas und... Ja, Alter, nee! Selbstmord, nee. Grube. Nee, lass mal. Ja. Irgendwie dann lieber hier weiter Boden runter. Ja. Warte! Was war das? Die sind draufgefallen. Und plötzlich landeten wir in Lava. Moment. Ne, Lava siehst du ja. Die leuchtet ja. So, wieder zumachen hier. Gut, wenigstens geht es fix mit dem Abbau. Ja, guck mal wieder in der Höhle. Aber die ist klein. Ja. Oh, guck mal, wie groß. Spinne, what the fuck? Eisenerz jetzt zum ersten Mal. Ja, da links war auch eine Spinne, da rechts ist eine Spinne in der Höhle. In so einem Spinnennetz. Ich glaube, da kann man Endboss beschwören. Ich will aber nicht zu der Spinne, wie viel Leben hat denn die? Bestimmt haufenweise, oder? Nee, ich glaube, wenn du die tötest, dann kommt so ein Endboss halt. Und wenn du die tötest, dann kriegst du halt so spezielle Items. Das ist auch wie bei den Bienen. Nur, dass wir halt keinen Endboss töten können momentan. So wie wir aussehen. So stark sind die Sinden nicht, glaube ich. Ah, ja, mal keine Rüstung oder sowas. Also vor allem du hast keine Rüstung. Ich habe jetzt ein bisschen Rüstung. Ja, ich habe einen Abwehr oder so. Wer ist denn da gestorben? Haben wir jetzt gerade echt die Spinne umgebracht? Nee, oder? Nee. Okay, da kommen noch mehr. Wie viel Leben hat die? 80 Leben. Na, ich würde sagen, wir lassen das. Es ist wirklich da. Und uns ist wieder so ein komisches, rot leuchtendes Meteorit-Zeugs-Kram. Will ich jetzt wirklich mit dem Ding anlegen? Die kommt doch nicht aus dem Netz raus. Interessiert zu wissen, wie viel, was die rausgibt. 26 Damage. Bei mir mit Rüstung. Oh, das sind zwei. Drei, oder? Das sind doch, nein, zwei. Also ich mag jetzt da nicht unbedingt rein. 8 Schaden. Sehr gut. Okay, das ist eine schlechte Idee. Lass mal, oder? Ja. Bleibt mal schön in eurer Höhle da. Wir kommen später nochmal wieder. Kannst du mal markieren hier? Ach, stopp. Blödes Wasser. Fließt woanders hin. Ich sehe immer so wenig hier. Das ist voll schrecklich. Ah, das ist nicht so wie in Minecraft, wo man wirklich alles sieht ohne Fackeln. Wasser! Ja. Und Piranha. Geh, warte mal, ich würde mir einfach hier links rum vorbeibuddeln, oder? Ja. Oh, der springt jetzt raus und fällt uns an. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Was ist dieses rote Ohr? Das habe ich noch nicht verstanden. Moment, hier ist was links. Ich glaube, das soll sehr selten sein und sehr. Das ist nix. Aber womit man das abbauen kann? Ich glaube, mit einer. Dieses Lila. Aber unter uns ist wieder so ein Haus. Da ist Truhe drin. Ja, Goldtruhe, go. Wenigstens etwas. Ha! War schneller. Oh, ich kann hier das Eye of Cthulhu beschwören. Oh, Cloud in a Bottle, sehr gut. Willst du das haben? Werf mal da erst so einen Stick runter, weil da geht's irgendwie runter und da wäre ich gerade fast drauf gegangen. Moment, Hunter Potion. Archery Potion. Healing Potion, willst du ein paar Healing Potion haben? Nee, ich hab noch. Okay. Oh. Naja, ich seh's. Ich kümmere mich drum.
Ja, sicher. Danke. Bitte. So, wo geht's denn hier runter? Ich bin dahin gefallen und hab gedacht, ich sterbe. Sehr gut. Hier geht's runter? Nicht. Ja, irgendwie schon. Siehst du das hier unten in der rechten Ecke? Da ist eine große Höhle. Ja, sehe ich. Aber da müssen wir erstmal hin. Hey, Wasserhöhle unter uns. Oh, was ganz Neues. What? Ja, genau. Das haben wir vorhin alles übersehen. Aha. Alles klar. Achso, ich kann hier einfach die Luft bauen, weil es eine Wand hat. Na, ich bin ein Depp. Okay, da oben geht's nicht mehr weiter. Huch. Dann kann man trotzdem mal eine Fackel hinstellen, wenn wir sehen. Na, vorbeilaufen. Blöde Mistviecher. So, jetzt sind wir wieder. Fängt da unten etwa die Lava an, oder was? Ja. Kann sein, dass da unten die erste Lava ist. Aber das ist noch keine Hölle, nur weil es Lava ist. Ja, Gott sei Dank, sonst wäre. Achso, die bleiben da oben. Genau, einfach mal ausgesperrt. Oh, was ist denn das für ein Riesenteil von Lava? What the fuck? Ja, so viel zum Thema. Aber das ist noch keine Hölle. Hölle sieht anders aus, da gibt's andere Steine. Ja, und, aber da rechts, links von uns ist auch noch eine Höhle. Ja. Oh, wir sind schon drin. Das ist ein Herz. Ach, stimmt. Upp. Vorsicht, da ist eine Falle. Wo? Ah, aber die ist da rechts drüben, ist die Auslöser. Ah ja. Und daher war das zumindest da safe. Komm ich nicht hoch. Wie hast du jetzt eigentlich Leben? 140 wie du. Wie sagst du? Ah, jetzt 140. Da hat's wohl mein Server irgendwie nicht gepackt, das passend zu aktualisieren. Ich will. Bombe! More bombs, please! Okay, machst du so. Ah, da oben ist irgendwas. Da ist Gold oder so. Ein bisschen Gold, ja. Hallo, Herr Skelett. Das überlasse ich dir. Ich mag deine Gesellschaft nicht. Ach, der ist unten. Den schubse ich jetzt in Lava und tschüss. Oh, da klebt ein Rubin an der Wand, glaube ich. Kann sein. Muss man hingehen und abbauen. Ja, ich... Ich komme bloß nicht ran. Ja, ich kümmere mich drum. Nimm das Tanks eine Weile mit. Rubin. Hier geht's so steil runter, das macht mir Angst. Fahren wir jetzt hier unter Dingens. Hier ist wieder Tin übrigens. Oh Mann. Aus Tin kann man. Tin ist praktisch wie Eisen, ne? Na, ein schwaches Eisen, ja. Alu halt, Aluminium. Okay. Oh, blaue Steine. Juhu! Das sind, Saphir. Also irgendwie brauchen wir jetzt im Moment eigentlich Saphire. Ich weiß gar nicht, wie viel hab ich denn irgendwie von dem ganzen Kram jetzt? Aber was ist denn das hier? Was? Da oben beim Lavasee, da ist bei so einer Spitze so ein Red Husk, wie so ein Käfer sieht es aus. Ja, das habe ich auch, da kann man dann rot. Das ist die Hülle von dem Käfer, von dem roten, den wir vorhin platt gemacht haben. Der droppt er halt, wenn er stirbt. Ja, ich dachte, das wäre irgendwie bedeutend. Weiß nicht, wollen wir uns jetzt hier über die Lava da links weiter begeben in der Höhle? Ich würde sagen, ja. Auch wenn es ein bisschen riskant ist. Wir können jetzt super und ich habe ja 400 Steine oder sowas. Oh, nur. Blödes Vieh. So, jetzt. Du sollst die Augen aufmachen bei deinen Fledermäusen, ehrlich. Du rennst jedes Mal rein.